Also die Formel steht natürlich auch in der Formelsammlung, aber nicht ganz so, wie wir es gerade gelernt haben. Wir merken uns, dass es Grundlinie mal Höhe geht. Die haben natürlich drinstehen c mal hc, also ein halb c mal hc. Das ist aber nichts anderes als die Grundlinie mal die Höhe. In dem Fall halt c als Grundlinie und hc als Höhe, die Senkrechte, die hier von dem gegenüberliegenden Punkt auf die Grundseite rübergeht. Wie wir es vorhin schon gelernt haben, kann das eben auch b mal hb und a mal ha heißen. Also das ist hier völlig egal. Grundsätzlich merkt man sich besser Grundlinie mal Höhe, weil das kann man in einem Dreieck sich besser merken. Dann sucht man halt eben die Grundlinie und die dazu passende Höhe. Dann kommt man da nicht durcheinander. In der Aufgabe im Buch auf Seite 47, 5a, da haben wir diese drei Größen gegeben, B, H, B und H, A. Und gesucht ist der Flächeninhalt und klein a. Das schaut ziemlich leicht aus und das ist es auch. Es ist nur wieder ein Arbeiten mit den Formeln. Wir schauen nach oben. A ist gesucht. Und das ist ja die einzige Formel, die wir jetzt zu dem Dreieck eben kennen. Dann haben wir die Höhe B gegeben. Und dann müssen wir eben, wenn wir die brauchen, die Seite B haben. Und die ist hier auch gegeben. Weil mit HA können wir vorerst nichts anfangen, denn da hätten wir die Seite A gebraucht. Ja, aber das ist genau die, die wir suchen. Also der Teil muss fürs Erste nicht beachtet werden. Und um den Flächeninhalt zu bestimmen, brauchen wir ein halb Grundlinie mal Höhe und in dem Fall eben ein halb mal 4 mal 3,75 Quadratzentimeter. Wenn ich Zahlen hier hinschreibe mit a ist gleich am Anfang, dann muss in jedem Fall die Einheit dran stehen. Sobald ich Zahlen hier einsetze, muss immer hinten dran Quadratzentimeter stehen. Das ist sehr wichtig. Ich zeige nachher nochmal, wie das genau ausschauen muss oder was man da falsch machen kann. Und dann ist das eine einfache Rechnerei. Ein halb mal 4 mal 3,75 können wir in den Taschenrechner eingeben. Und dann sind es 7,5 Quadratzentimeter. Wenn man da in die Lösung schaut, findet man das auch als Ergebnis. So, und jetzt ist als zweites gesucht die Seite A. Da haben wir jetzt die Höhe HA dazugegeben, also die passende Höhe quasi. Und jetzt haben wir durch diese beiden Größen auch den Flächeninhalt bestimmt. Das heißt, wir haben aus dieser Formel hier oben den Flächeninhalt und die Höhe HA. Und damit können wir es einsetzen in diese Formel. Also 7,5 setze ich ein für die Fläche. Das HA setze ich ein an der Stelle, wo H steht, mit 3,2. Das ist das hier. Und das schreibe ich jetzt ohne Zentimeter. Immer wenn es so eine Gleichung wird, die ich dann umformen muss, dann darf ich das ohne. Das ist zwar mathematisch nicht ganz sauber, aber wahrscheinlich leichter, vor allem wenn es dann schwierigere Formeln werden. Jetzt ist eine Äquivalenzumformung. Ich rechne quasi zuerst ein halb mal 3,2. Das darf ich machen, weil ich Kommutativgesetz hier geltend mache. Also ich tue das quasi, weil es eine Multiplikationsaufgabe ist, einfach die Faktoren vertauschen und rechne als erstes ein halb mal 3,2. Die Hälfte von 3,2 ist 1,6. Dann steht 1,6a dran und dann teile ich das eben durch 1,6, damit ich dieses a auf der linken Seite befreie. Und das bedeutet, dass mein a 4,69 cm gerundet ist. Ein klarer Wert kommt hier nicht raus, deswegen muss ich das auf zwei Stellen runden. Hier, in dem Ergebnis, im Endergebnis, schreibe ich jetzt die Einheit mit dazu. Das ist wichtig, die Einheit muss am Schluss immer mit dabei sein, auch wenn ich es hier in so einer Anfangsgleichung mal weglasse. Ein Fehler, der hier häufig passieren könnte, ist eben diese Einheiten nicht zu beachten. Da muss man gehörig aufpassen. Gut, dann kommen wir zur Aufgabe 5g. Da haben wir auch Angaben gegeben. Und was wir natürlich als erstes immer machen, das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt bei der ersten Aufgabe, wir zeichnen eine Planfigur. Wir sollten ja ungefähr wissen, wo die Seiten und die Höhen und sowas liegen. Gerade später, wenn man dann schwierigere Aufgaben bei Rauten und sowas berechnet, Planfigur, das wisst ihr schon aus der 8. Klasse. Einfach eine kleine Skizze, die wird nicht bewertet, aber hilft euch enorm weiter. Hier ist eine Lücke. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Denn diese Angaben hier, Dezimeter, Meter und Dezimeter, stimmen nicht überein. Also wenn, dann sollte man das einheitlich machen. Ich darf auf gar keinen Fall in eine Formel etwas einsetzen, was unterschiedliche Einheiten hat. Also ich dürfte jetzt HC und C nicht dafür hernehmen, um den Flächeninhalt zu bestimmen. HC darf ich erst dann verwenden, wenn ich es in Dezimeter umgeformt habe. Jetzt sind es quasi alles gleiche Einheiten und jetzt funktioniert's. So, gesucht ist diesmal auch wieder der Flächeninhalt, aber diesmal auch die Seite B und jetzt setze ich das einfach wieder ein. Ein halb mal die Grundseite C, das steht auch genauso hier oben dran, mal HC und das sind dann 576 Quadratdezimeter. Da haben wir dieses jetzt. Hier habe ich zum ersten Mal Zahlen eingesetzt, dann muss am Ende dieser Zahlenkette muss die Einheit stehen, was rauskommt. Hier oben war eine Formel, da musste ich das Ganze noch nicht als Einheit hinten dran schreiben, aber
hier muss ich es. Eigentlich schreibe ich ja 48 Dezimeter mal 24 Dezimeter, aber Dezimeter mal Dezimeter gibt Quadratdezimeter, kann ich mir jetzt Platz sparen und schreibe es ans Ende. Und da natürlich im Endergebnis muss es wieder dran stehen. Das ist dann eine Taschenrechneraufgabe. Ergebnis stimmt auch so mit der Lösung überein. Dann gleiches wie vorher, ich habe den Flächeninhalt, ich habe die Höhe HB und damit kann ich die Seite B berechnen. Ach ja, mit dem Flächeninhalt an der Lösung stimmt es natürlich nicht überein. Diese 576 kommt nicht vor, dafür aber 5,76. Die Umrechnungszahl von Quadratdezimeter zu Quadratmeter ist 100. Kann man sich leicht merken. Immer das, was im Exponenten steht, ist die Umrechnungszahl. Also das sind die Nullen in der Umrechnungszahl. In dem Fall 2. Also 2 Nullen als Umrechnungszahl. Also muss die 100 sein, damit ich dann dahin komme. Also in dem Fall, weil ich von der kleineren zur größeren gehe, geteilt durch 100. Hier oben haben wir das ja auch mit den Zentimetern, aber da haben wir es nicht umrechnen müssen. Jetzt habe ich den Flächeninhalt gegeben. Jetzt kann ich das Ganze einsetzen. Entweder so mit 576. Wenn ich 5,76 einsetze, muss ich aufpassen. Dann darf ich nicht die 36 verwenden. Ja? Ich darf hier nur die 576 verwenden, weil auch die 36 in Dezimetern dran steht. Also aufpassen. Man darf zwar die Einheiten bei der Gleichung weglassen, aber ich muss mir immer überlegen, hat diese Einheit dieselbe Maßeinheit wie diese hier. Ja? Gut, und dann ist es wieder ein leichtes. Ich fasse die 1,5 mal 36 zusammen und kommt aus 18 raus. Dann dividiere ich die rechte Seite und die linke Seite mit 18 und dann kommt raus B gleich 32 Dezimeter. Was ich hier häufig mache, eigentlich steht ja dran, 32 ist gleich B. Ja, aber das tausche ich halt gleich um, weil in dem Fall kann ich auch B gleich 32, ob ich nach links, von links nach rechts oder von rechts nach links lese, ist völlig egal. Ich habe hier schon ist gleich hingemacht, denn auch dieses Ergebnis 32 Dezimeter steht nicht in der Lösung, wohl aber 3,2. Wenn ich nämlich diese Einheit wieder umrechnen möchte von Dezimeter in Meter, lautet diesmal die Umrechnungszahl 10. Warum? Weil quasi Dezimeter nur hoch 1 ist, das spart man sich, schreibt man nicht hin, und hoch 1 heißt eine 0. Als Umrechnungszahl. Als Übersicht hier nochmal, wenn ich von Millimeter in Zentimeter rechnen will, muss ich geteilt durch 10 rechnen. Da ist die Umrechnungszahl bei diesen Einheiten immer 10 und bei den Quadraten ist es immer die Umrechnungszahl 100. Also 1 Meter sind zum Beispiel 10 Dezimeter, 1 Dezimeter sind 10 Zentimeter und so weiter. 1 Quadratmeter sind 100 Quadratdezimeter und so weiter. Aufpassen, zwischen Meter und Zentimeter liegt immer noch Dezimeter. Das verwechselt man oft. Bei ganz vielen ist 1 Meter 10 Zentimeter. Das wäre natürlich falsch.